Polter, Rumpelsack. Niklaus trägt den Huckepack. Weihnachtsnüsse gelb und braun, runzlig, punzlig anzuschauen. Knackt die Schale, springt der Kern. Weihnachtsnüsse esse ich gern. Komm bald wieder in mein Haus, guter alter Nikolaus. Es waren einmal vier Kerzen, die standen auf einem Adventskranz. Die Kerze des Friedens, der Liebe, der Hoffnung und der Zuversicht. Da sagte die Kerze des Friedens, es gibt keinen Frieden mehr auf dieser Welt. Die Menschen brauchen mein Licht nicht. Und erlosch. Da sagte die Kerze der Liebe, es gibt keine Liebe mehr auf dieser Welt. Die Menschen brauchen mein Licht nicht. Und erlosch. Da sagte die Kerze der Hoffnung, es gibt keine Hoffnung mehr auf dieser Welt und erlosch. Da kam ein Mädchen in das Haus rein und sagte, warum sind alle anderen drei Kerzen ausgegangen? Da sagte die Kerze der Zuversicht, das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es an Weihnachten immer Zuversicht geben wird und auch immer Frieden, immer Liebe und immer Hoffnung. Dann nahm das kleine Mädchen die Kerze und zündete alle anderen Kerzen wieder an. Streikt. Still ruht der Schlitten auf seinen Kufen. Rentier Rudi schaut ungeduldig mit den Hufen. Er wartet lang schon auf den Weihnachtsmann und schaut seinen Freund in Uhu fragend an. Wo steckt er denn nur? Es ist doch so weit, es naht die herrliche Weihnachtszeit. Der Uhu, dieser schlaue Vogel, schaut gleich mal nach im Märchen-Google. Uhu, schnarrt er nickend und weiß sofort, wo er den Weihnachtsmann findet. Am verborgenen Ort.
Dort hat er sich schlafend ausgestreckt und will nicht, dass man ihn jetzt weckt. Drum landet der Uhu, dass es kracht und erreicht so, dass der Alte erwacht. Was ist los? Fragt polternd der Weihnachtsmann und schaut den Uhu fragend an. Ja, weißt du es nicht? Und willst du nicht starten? Es weihnachtet schon und die Kinder warten. Sie warten sehnsüchtig auf deinen Besuch. Ach, sprach der Alte, was für ein Fluch. Es ist nicht mehr so, wie es einst war, als mich freudig erwartete, die Kinderschar. Kein Spielzeug kann sie mehr lange erfreuen. Und wo sollen sie noch hin, die Geschenke, die neuen? Rappelvoll sind inzwischen die Kinderzimmer. Mit den neuen Geschenken wird das Chaos noch schlimmer. Das Aufräumen wird eine sehr große Last, in der heutigen Zeit mit Eile und Hast. Nein, ich mag nicht mehr den Schlitten beladen mit all den vielen guten Gaben. So sprach er und legte sich wieder auf sein Fell. Die Sterne über ihm leuchteten hell. Er schloss die Augen, die Sterne über ihm leuchteten hell. So flog der Uhu nun das Stück zu seinem treuen Freund zurück und überbrachte zu später Stunde vom Weihnachtsmann die traurige Kunde. Ja, wollten wir zulassen, dass in diesem Jahr die Kinder vergebens hoffen und gar warten auf den Weihnachtsmann, den ein jeder kennt und der nun streikt und das Fest verpennt? Sie schütteln die Köpfe und starren in den Schnee. Da hat der Uhu eine glanzvolle Idee. Wie wär's? Fragt er und schaut das Rentier an. Der Weihnachtsmann könnte die Tour doch mal ganz anders machen. Er soll nicht verteilen Geschenke und Sachen, sondern holen am Weihnachtstag von jedem Kind je ein Spielzeug, was es am liebsten mag. Mit diesen Spielsachen im Gepäck soll der Weihnachtsmann erfüllen einen guten Zweck. Er soll sie verteilen in ferne Kreise an arme Kinder, an Kranke und Weise. Schnell war es eine beschlossene Sache und gemeinsam machten sie den Weihnachtsmann wach. So kam's, dass in der heiligen Nacht gesammelt wurde die treue Fracht. Vor jeder Tür hielt Rudi an. Habt ihr etwas für den Weihnachtsmann? Sammelt heute für Kinder in Not, egal ob Puppe, Handy oder Boot. Schnell hatte der Schlitten ein hohes Gewicht. Der Weihnachtsmann machte ein frohes Gesicht. Er hatte sogar ein paar Tränen in den Augen. Ich danke euch, ihr Kinder, ich kann es kaum glauben, dass ihr nicht nur an euch selber denkt, sondern auch anderen Kindern Freude schenkt. Zum Schluss noch einmal frohe Weihnachten vom gesamten Team der Kulturhalle Stockheim und vor allen Dingen bleibt gesund, euer
Harald.